meine Freunde des gepflegten Motorsports. Hier haben wir mal wieder was richtig Krankes am Start. Wir sind gerade auf der Viertelmeile in Brilon und da habe ich diesen holländischen Honda Civic mit seinem Fahrer angetroffen, ja. Und das hat mir auf jeden Fall direkt imponiert und dann bin ich direkt auf ihn zugegangen und wollte direkt ein paar Infos haben, ja. Wir können mal hier in den Motorraum schwenken. Guckt euch das mal an, ja. Also das ist richtig kranke Scheiße. Ich habe ein bisschen mit ihm gesprochen. Der Motorblock, der kommt nicht so aus dem Werk. Also ist 2 Liter. Und der Kopf ist aber dafür original VTEC, ja. Also wie man ihn aus dem Civic kennt oder ähnliches. Der Rest ist komplett selber von ihm gebaut. Zum Beispiel nur jetzt hier der Wasserkühler, der ist gekauft. Der Rest ist komplett selber gebaut. Ansaugbrücke, Ansaugtrakt, Aluminium, Abgasanlage. Da haben wir einen GTX 42 verbaut, Twin Scroll. Und ja, also komplett aufgezüchtet die Kiste, wie es nur geht. Hinten eine fette Kohlwellen, Gehäuseentlüftung. Also hier ist eigentlich gemacht, was geht. Komm mal, schwenk mal hier rüber auf das Getriebe. Das Getriebe ist nicht mehr Serie, weil ihm das auseinandergeflogen ist. Jetzt können wir sehen, diese Hälfte hier ist noch original und die hier ist nicht mehr original. Das ist Eigenbau, kann man so sagen, kommt nicht so, kriegt man nirgendwo so aus dem Berg. Ist sehr verstärkt, weil ihm sonst bei diesem Drehmoment diese Glocke jetzt auseinanderfliegen würde. Ja? Zahnräder kommen von PPG, sind alle verstärkt. Ja, also auch wieder komplett Eigenbau. Ja? Natürlich ist der Motor komplett verstärkt. Wir haben hier 2000 Einspritzdüsen, das müsst ihr euch mal reintun. Ja? 2000 Einspritzdüsen und das Fahrzeug ist abgestimmt mit einem frei programmierbaren Steuergerät. Auf E85 läuft der. Auf jeden Fall geht da schon die Hölle. Jetzt möchte der Holländer, der hat gerade erst alles so, sagen wir mal, frisch neu abgestimmt. Der ist jetzt auf 9er Zeitenjagd eigentlich. Also 10er kann er auf jeden Fall. Nur der hat gerade jetzt so viel Power gehabt, dass er 12er Zeiten gefahren ist. Weil ist klar, wenn es durchdreht, ne, dann bist du langsamer, als wie wenn du sau viel Leistung hast. Dann bringt das auch nichts. Jetzt hat er ein bisschen selber gemappt, ein bisschen runtergestellt. Und jetzt macht er gleich noch einen Lauf. Wie gesagt, ich darf leider nicht mitfahren, weil, wie gesagt, er will schnelle Zeiten fahren. Aber was wir machen können, wir können die Kameras mit dran klemmen und somit habt ihr wenigstens die Chance mitzufahren und ein kleines Erlebnis, sage ich mal, davon zu haben, von diesem Auto, ja. Also hier sehen wir, haben wir richtig fette Semislicks, ne? Und hinten haben wir ganz dünne Reifen, damit das Fahrzeug einfach für die Viertelmeile richtig abgeht, ja. So wenig Rollwiderstand wie möglich hinten, aber so viel wie möglich Grip vorne. Ist natürlich eine Frontsäge, dementsprechend ist das Gripverhältnis natürlich schwer auf die Straße zu bekommen, sage ich mal, ne. Aber so geht es halt einigermaßen noch. Drinnen ist alles komplett leergeräumt. Recaro Pole Position haben wir verbaut mit dem Käfig. Und ja, so viel zum Fahrzeug erstmal. Ne? Wie gesagt, das war so ein paar kleine Randinformationen zum Monster Civic. Der soll so an die 700 bis 800 PS haben. Leider noch kein Prüfstandsdiagramm vorhanden. Genug gequattert, ja, fahrt einfach mit. Viel Spaß beim Lauf auf der Viertelmeile mit diesem kranken Honda Civic. Neuwagen finanziert, der baut noch selber. Ein richtiger Schrauber, der auch mal was Krankes baut. Finde ich persönlich geil. Das Ding ist schon. Ja, ich hab's gerade schon gesagt. Man kann mit einem Golf 7 nichts falsch machen. Fahrzeit 12. Auch hier gewinnt der Golf schon wieder Wahnsinn. 100. Aber ich muss auch dazu sagen, oh, beide 12 Sekunden, das war jetzt die Reaktion. Nein, Sieg doch für den Civic. Tatsächlich 12,76 für den Golf, 12,68 für den Civic. Also die Reaktion war es am Ende.